Und fangen wir an direkt mit dem ersten Teil, CPU Scheduling. Wie immer habe ich Lernziele und Kompetenzen mitgebracht, also was ist so das Ziel von der heutigen Veranstaltung? Und heute geht es eigentlich nur darum, Grundlagen von Mechanismen kennenlernen und verstehen, wie Prozesse von Betriebssystemen gescheduled werden können, also welche Möglichkeiten es an der Stelle gibt. Was hatten wir letztes Mal behandelt? Vergangene Woche, einfach eine kurze Wiederholung, wie das Erholung, wie es oben steht, genau. Bisher hatten wir behandelt Low-Level-Mechanismen von laufenden Prozessen, also zum Beispiel sowas wie ein Context-Switch, wie macht das die CPU oder das Betriebssystem, dass Prozesse geswitcht werden können. Falls das nicht im Kopf ist, einfach nochmal Einheit 1 wiederholen. Die Aufnahme ist im Ilias, kann alles nochmal angeschaut werden. Und die Kapitel 4 bis 6 aus dem Buch Operating Systems 3 Easy Pieces ist einfach wiederholen, da ist das ja alles nochmal schön beschrieben. So, nachdem wir das letzte Mal ja darüber gesprochen hatten, wie wir Prozesse aufbauen, wie die Datenstruktur von einem Prozess aussieht, wie ich einen Prozess reinladen kann und rausladen kann, fehlt uns da noch so eine grundlegende Geschichte, und zwar, wann darf eigentlich welcher Prozess laufen? Ne? Ich hatte ja das letzte Mal so ein Beispiel mit 200, ich glaube 96 oder 69 Prozessen, und heute habe ich mal einen Screenshot mitgebracht von 299 Prozessen, die bei mir auf dem System liefen. Ja, und da stellt sich ja durchaus die Frage, wie organisiere ich so 299 Prozesse, die auf so einem System laufen oder gleichzeitig laufen? So, das Erste, was man braucht, ist eine Scheduling Policy, das heißt ein Regelwerk. Und das hängt vorrangig vom Workload der Prozesse ab. Das heißt, wie viel Last erzeugen eigentlich diese Prozesse, die auf der CPU laufen. Und dass wir überhaupt dann ein Bild dafür bekommen, was man überhaupt machen kann, fange ich mal an mit fünf Annahmen. Also die erste Annahme, die wir jetzt mal treffen, ist, jeder Job läuft gleich lang. Das macht es für den Anfang erstmal sehr einfach, dass wir sehen, wie lange ein Job läuft, und alle haben die gleiche Dauer. Dann gehen wir mal davon aus, dass alle Jobs, die wir jetzt am Anfang betrachten, zur gleichen Zeit eintreffen. Das heißt, wenn die CPU versucht zu schedulen, dürfen wir davon ausgehen, dass alle Prozesse exakt zum gleichen Zeitpunkt vorliegen. Das heißt, wir können dann aus den Prozessen wählen. Die dritte Annahme ist, wenn einmal jetzt ein Prozess gestartet ist, dann läuft er, bis er beendet ist. Das heißt, wir können und dürfen den auch gar nicht unterbrechen. Dann gehen wir noch weiter und sagen, alle Jobs, die wir jetzt im ersten Schritt betrachten, verwenden ausschließlich die CPU, also den Prozessor. Das heißt, wir betrachten erstmal überhaupt keine andere Hardware, die genutzt wird. Und das ist jetzt eine Annahme, die macht eigentlich einen Scheduler komplett unnötig. Wir kennen die Laufzeit, also auf Englisch die Runtime von jedem Job. Und da ja jeder Job gleich lang läuft, ist das mit der allerersten Annahme erstmal, jeder Job hat die gleiche Länge. Und die kennen wir auch. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jetzt gar keinen Scheduler, da wir ja wissen, wie lange so ein Prozess läuft. So. Dass wir da überhaupt mal was messen können, brauchen wir eine Metrik, eine Scheduler-Metrik. Und da nehmen wir jetzt mal die Turnaround-Zeit oder auf Englisch Turnaround-Time. Ich habe jetzt an der Stelle auch das Turnaround gelassen, weil mir da keine bessere deutsche Übersetzung eingefallen ist. Allgemein zu Metriken, die werden nochmal wiederholt, oder wir vertiefen Metriken nochmal im vierten Semester in Software Engineering komplexer Systeme. Da schauen wir uns speziell Software-Metriken an, wo Metriken auch herkommen, wie die definiert werden. Für heute sei mal eine Metrik einfach eine Zahl, mit der wir irgendetwas messen können. Das reicht für uns erstmal vom Verständnis her. Und tatsächlich brauchen wir jetzt am Anfang erstmal eine einzige Metrik, und zwar diese Turnaround-Zeit. Und das ist T-Turnaround, setzt sich zusammen aus der Completion-Zeit, also T-Completion, wann ein Prozess fertig ist, minus T-Arrival, also wann der Prozess im System eingetroffen ist. Und das ist jetzt wieder an unserer Stelle. T-Arrival ist 0, ne, weil alle Prozesse kommen ja zum gleichen Zeitpunkt an. Und daher gilt erstmal, dass die Turnaround-Zeit auch immer die Completion-Zeit ist. Das ist einfach für die ersten Beispiele mal so genannt. Das macht es uns einfacher. So.
Genau, diese eine Metrik habe ich unten noch als Fußnote drin, die vereinfacht erstmal unser Leben ungemein, dass wir einfach nur mit dieser einen zu tun haben. Und einfach zur Vollständigkeit halber, Turnaround-Metriken oder eine Turnaround-Metrik, das ist eine Performance-Metrik. Das heißt, wir messen da die Performance von dem System. Wenn Fragen auftauchen, also auf jeden Fall in den oder die Chats reinschreiben. So, die klicke ich auch mal einmal nochmal in den Vordergrund. So. Schauen wir uns mal an. Die grundlegende Art und Weise, wie man was schedulen könnte, ist First In, First Out. Na, das haben Sie vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Vorlesung gehört. Abkürzen dafür ist FIFO, und manchmal wird das auch First Come, First Serve genannt. Ist übrigens auch genau das System, wie unser Gummibärchenspiel hier funktioniert. Der Erste, der Fehler meldet per E-Mail, bekommt dann am Ende vom Semester auch die Gummibärchen zugeschustert. So. FIFO ist einfach zu implementieren. Na, als kleines Beispiel, ich habe drei Jobs. Ich habe den Job A, B und C. Und die kommen jetzt an der Stelle tatsächlich ganz kurz nacheinander an, weil dann macht es uns extrem einfach, die in eine Reihenfolge zu bringen. Jeder Job hat jetzt hier eine Laufzeit von 10 Sekunden. Das ist unten dann auf der Zeitachse abgetragen. Also hier an der, wo sind wir? An der Stelle da oben abgetragen. Und das sieht man dann, A läuft zuerst bis zum Zeitpunkt C, dann wird B gescheduled und dann C. Und so laufen die erstmal durch. Das ist relativ einfach und das ist auch super einfach zu implementieren. Da können Sie jetzt irgendwie eine Programmiersprache nehmen und das zusammenschreiben. So. Wenn man sich das ausrechnet, die durchschnittliche Turnaround-Zeit, das ist bei uns jetzt 10 plus 20 plus 30. Wir haben jetzt immer so verschiedene Beispiele und ich bringe dann immer den Wert, dass man das auch ein bisschen vergleichen kann. Wir teilen das durch 3, weil wir haben jetzt an der Stelle 3 Jobs. Und die durchschnittliche Turnaround-Zeit ist 20 Sekunden. Na, einfach, dass wir da jetzt schon mal so einen ersten Wert kennen. So, First In, First Out. Jetzt heben wir mal die allererste Annahme auf. Ja, also zur Erinnerung, wir hatten ja am Anfang gesagt, jeder Job läuft gleich lang. Das heißt, wir hatten da jetzt ein Beispiel vorher, 10 Sekunden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass eben nicht mehr jeder Job gleich lang läuft. Das heißt, wir haben vielleicht einen Job, der ist kürzer und wir haben einen Job, der ist etwas länger. Schauen wir uns das mal an. Einfach mal so ein Vorschlag, der FIFO richtig alt aussehen lässt. Ja. Und da käme unser erster Job, den wir schedulen, der braucht 100 Sekunden. Und dann käme sofort danach, also wirklich vielleicht eine Millisekunde danach, käme B, der braucht nur 10 Sekunden und C, der braucht 10 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass C abgearbeitet ist, ne, wie lange warte ich dann? 120 Sekunden. Also 2 Minuten, dass dieser 10-Sekunden-Job abgearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, eher ein bisschen frustrierend, wenn ich mir jetzt vorstelle als Anwender, ich starte ein Programm, das ist dann eben der Prozess C. Und ich warte, bis das vielleicht irgendwas gemacht hat. Ich warte ja nicht nur die 10 Sekunden, ich warte in dem Fall ja tatsächlich die ganzen 120 Sekunden, bis es ausgeführt wurde. So, wenn man sich jetzt hier mal die Zeit ausrechnet, also ich habe hier die 100, die 110 und die 120, wieder geteilt durch 3. Das heißt, ich habe hier 110 Sekunden als Turnaround-Zeit im Vergleich zu den 20 im Beispiel vorher. Das heißt, da sehen wir, wir können FIFO relativ schnell an die Grenzen bringen. Das heißt, hier müssen wir uns mal überlegen, wie man das ein bisschen besser machen kann. Vielleicht hat jetzt der eine oder andere auch schon eine Idee, was man da anstellen könnte. Was bei diesem FIFO passiert, das nennt sich Konvoi-Effekt. Auf Deutsch auch tatsächlich Konvoi-Effekt übersetzt. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit mehreren Kunden, die ganz wenig Waren haben, die dann an der Supermarktschlange hinter einem einzigen Kunden mit vielen Waren warten. Ja, also das ist wirklich eine Supermarktkasse hat geöffnet. Und der Mensch vor Ihnen hat 2 Einkaufswägen voll mit zum Beispiel Toilettenpapier, ja, die er vor sich her schiebt. Und er zählt dann schon das Kleingeld. Und Sie haben eigentlich hinten nur einen Joghurt, wo Sie mal schnell durchwollen. Ne? Und das kann dann dauern, bis Sie da dran kommen. Ne? Das ist dann ja dieser typische Effekt, wo man dann sagt, ich kann nicht mal vorbei, ich habe ja nur den einen Artikel.
Also das ist der Konvoi-Effekt und das passiert genau an der Stelle. Vielleicht da noch ein kleiner Hinweis. Wir sprechen an dieser Stelle immer nur von einer CPU, auf der wir schedulen. Ne? Also Multi-CPU-Scheduling ist nochmal ein komplett eigenes, kompliziertes Thema. Wir gehen hier wirklich erstmal von einer CPU aus, um die Konzepte zu verdeutlichen. So, wie könnte man das besser machen? Ja, jetzt kann man sich ein paar Dinge überlegen, was da passieren könnte. Und eine Möglichkeit, die es gibt, die nennt sich Shorted Job First. Und das würde jetzt genau der Situation entsprechen, wenn ich mich an der Supermarktkasse durchdränge oder nach vorne dränge oder höflich frage, ob ich vor kann. Und Shorted Job First, die drei Worte beschreiben die Policy recht treffend. Es wird immer der kürzeste Job ausgeführt, dann der zweitkürzeste, dann der drittkürzeste und so weiter. Ne? Und wenn wir uns jetzt das Beispiel von vorher mal nehmen, jetzt schaue ich mal, ob ich die Zeit schon einblenden kann. Genau, Shorted Job First reduziert die Turnaround-Zeit von 110 auf 50 Sekunden in unserer Stelle. Ne? Weil wir fangen erstmal mit B an, weil da kommt dann rein, ist der kürzeste Job. Oder andersrum, wir haben ja alle drei Jobs vorliegen. Wir machen B, das ist der kürzeste, könnte jetzt auch C sein, weil beide 10 Sekunden dauern. Aber in unserem Fall wird dann C ausgeführt, das heißt, die kurzen Jobs sind durch. Ja, die Kunden mit wenig Artikeln sind in der Kasse schon durch und dann kann ganz genüsslich A durchgerechnet werden, bis A nach 120 Sekunden fertig ist. Und da tut es auch nicht so weh, weil A braucht ja eh 100 Sekunden, ob der 20 Sekunden länger dauert oder nicht. Ist ja nicht schlimm, na, eigentlich. Das heißt, Problem gelöst. Jetzt haben wir eigentlich einen super Scheduler und könnten wahrscheinlich mit der Vorlesung auch schon aufhören. Ja. Jetzt gibt es so ein paar Probleme, die bei Shorted Job First auch eintreten können. Und da fangen wir mal an, dass wir die eine Restriktion auflösen, dass alle Jobs zum selben Zeitpunkt eintreffen. Ja, ich gehe nochmal zurück zum Beispiel. Da hatten wir ja A, B, C zum gleichen Zeitpunkt. Ich führe den kürzesten Job aus und ich konnte dann eben wahlfrei B oder C ausführen, weil es die kürzesten sind und dann A. So, jetzt erhebe ich das auf und gehe mal davon aus, dass A eintrifft mit seinen 100 Sekunden, dann kommt B und dann kommt C. Und was passiert jetzt? Also angenommen, dass A bei 0 eintrifft und B und C jeweils nach 10 Sekunden, das heißt wirklich am Anfang von dieser Zeitspanne, dann verdoppelt sich die Turnaround-Zeit. Ja, das heißt, wir landen hier, wenn man sich das durchrechnet, 100 plus 110 minus 10 Sekunden, das ist immer die Startzeit oder die Arrival, was wir da abziehen. Dann haben wir für C die 120 minus die 10, das ist ja auch wieder die Arrival von C, geteilt durch 3, haben wir im Schnitt 103,33 Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt auf einen Schlag nur durch das Aufheben der Restriktion die Turnaround-Zeit verdoppelt. Na, also ist vielleicht doch nicht ganz so gut, der Shorted Job First. Also, wie können wir das angehen? Bevor wir da mal weiterschauen, habe ich einen ganz kleinen Exkurs. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, entweder in der Vorlesung oder irgendwo gelesen, der Unterschied zwischen Non-Preemptive und Preemptive. Fangen wir mal an, Non-Preemptive. Das ist eigentlich genau, wie wir aktuell bis zur jetzigen Folie die Jobs angesehen haben. Das stammt so aus der Zeit von Batch-Systemen, wo man also in ein System Jobs reingeladen hat und jeder Job wurde bis zum Ende gerechnet, bevor überhaupt in Erwägung gezogen wurde, einen anderen Job zu starten. Ne? Man hat also wirklich einen Job fertig gerechnet, dann der nächste gerechnet und irgendwann war man dann da durch. Man ist da überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man irgendwann zwischendurch mal einen Job, also einen Prozess, abbricht. Vielleicht hier nochmal als Erwähnung. Job und Prozess verwende ich jetzt immer als Synonyme. Das heißt, wenn ich von einem Job spreche, meine ich eben so einen Prozess, der gescheduled wird. So. Dann gibt es Preemptive und da darf man heute eigentlich davon ausgehen, dass alle modernen Betriebssysteme, also alles, was wir Stand heute benutzen, zählt eigentlich zu dieser Art von Preemptive-Betriebssystem. Das heißt, ein Betriebssystem ist jederzeit gewillt, einen Job zu stoppen und irgendeinen anderen dafür zu starten. Na, das Spannende ist, welchen starten wir? Das ist also das Thema von diesem Scheduling.
Und für dieses Switchen von den Jobs, also stoppen und starten, das ist genau das, warum wir in der ersten Einheit die Context-Switches durchgenommen haben. Also wie kann ich so einen Prozess beschreiben? Ich brauche diese Register, ich brauche die Variablen, die da drin stehen, ich brauche die Rücksprungadressen, ich brauche diesen Program-Counter oder den Instruction-Counter, also die nächste Anweisung, die ausgeführt wird. Ja, das speichere ich mir irgendwo hin, wenn ein Prozess gestoppt wird. Und wenn ein anderer Prozess gestartet wird, dann lade ich genau die Informationen wieder in die CPU rein und in den Speicher rein, dass ich dann den Prozess wieder weitermachen kann. Eine Sache fehlt, das haben Sie jetzt vielleicht im Kopf, vielleicht haben Sie es auch vergessen. Das wäre dann eigentlich die File-Handles, die auch noch aufgemacht werden. So. Weil die Frage gerade reinkommt, kooperatives Multitasking, das ist eigentlich genau das Preemptive. Ne? Also Multitasking ist nichts anderes als Preemptive Multitasking. Also eins stoppen, eins starten. Eins stoppen und ein anderes starten. Das ist Preemptive Multitasking. Oder wird da jetzt was anderes gemeint im Chat? Jetzt haben wir gesehen, in dem Beispiel vorher, wir haben ja erstmal die Zeit verdoppelt, also wir sind jetzt bei diesen 100 Sekunden. Und was wir bisher hatten, ist eben dieses Shorted Job First is non-preemptive. Also wir unterbrechen den Job nicht. Und genau, da ist jetzt ein logischer Fehler drin, das soll heißen, versuchen wir es preemptive. Also wir möchten jetzt einen Scheduling-Algorithmus verwenden, der das kann. Und das wird jetzt mal Shortest Time to Completion First, also STCF. Also, und da lösen wir jetzt mal die Restriktion auf, dass alle Jobs bis zum Ende durchlaufen. Das heißt, wir können Jobs irgendwann unterbrechen und können die später wieder starten, ne? Oder einen anderen Job eben dementsprechend starten. Und jedes Mal, wenn ein Job eintrifft, wird dieser Job gestartet, einschließlich des neu hinzugekommenen. Zwar immer der, die geringste Restlaufzeit hat. Das können wir jetzt noch machen, weil wir wissen, wie lange ein Prozess läuft. Das war ja eine unserer Annahmen. Wir kennen die Gesamtlaufzeit von einem Prozess und egal, ob wir das jetzt stoppen und wieder starten, wir wissen immer wieder, wie lange der noch läuft. Und das ist eben nur wegen dieser allerletzten Annahme bekannt. Und wenn man sich das dann mal anschaut an der Stelle, kommt an bei 0, ne? Das heißt, das ist dann quasi die 120 minus 0, weil es bei 120 erst endet. Man hört übrigens im Hintergrund schon die Kids. Ne? Also 120 minus 0, dann haben wir B, ist bei 20 fertig und ist bei 10 angekommen. Und wir haben C, ist bei 30 fertig und ist auch bei 10 angekommen. Das heißt, da haben wir die gleichen Annahmen wie im Beispiel vorher. Und dann kommen wir an der Stelle auf 50 Sekunden Turnaround-Zeit. Und das klingt ja erstmal schon ganz gut. Da sind wir wieder in einem ganz ordentlichen Bereich. So. Natürlich haben wir auch bei Shortest Time to Completion First ein Problem. Und was ist denn, wenn der Benutzer vorm Rechner sitzt und einfach wartet, bis Job A fertig ist? Ja, überlegt man sich mal, das ist eine Aktualisierung in Excel oder ähnlich. Und wenn jetzt immer ein neuer Job reinkommt, der kürzer ist und der gestartet wird, dann warte ich und warte ich und warte ich und warte ich. Und irgendwann macht das ja keinen Spaß mehr zu warten. Ne? Und jetzt kommt ein bisschen die Hausaufgabe vom letzten Mal ins Spiel. Da hatte ich Ihnen ja einen Artikel genannt, den Sie bitte lesen sollen. Und da wurde ja der Unterschied von Foreground- und Background-Jobs erklärt. Also was ein Hintergrund-Job ist und wie ich den starte und was ein Foreground-Job ist, wenn ich den starte. Also der quasi auch dann wirklich vorne läuft und es ein interaktiver Job ist. Ne? Und das schauen wir jetzt so in den nächsten paar Beispielen noch ein bisschen an. Ja? Wenn nämlich permanent neue Jobs eintreffen, also ich habe so einen Vordergrundjob, mit dem ich arbeiten möchte, und es treffen permanent neue Jobs, kürzere ein, ja, die keine Benutzereingabe erfordern, dann sitze ich genau so wie der gute Herr hier auf dem Bild vom Monitor und warte halt, bis ich mal wieder dran bin, den Computer zu bedienen. Ja? Und wahrscheinlich geht es Ihnen da wie mir. Das ist eine Sache, die machen sehr ungern zu warten, bis irgendwie andere Dinge fertig sind am Rechner. So. Dass wir das jetzt ein bisschen besser messen können, habe ich mir gedacht. Wir fangen mal an mit einer zweiten Metrik. Und zwar schauen wir uns jetzt mal an die Antwortzeit auf Englisch Response Time.
Das ist jetzt die Dauer vom Zeitpunkt, an dem ein Job eintrifft. Ja, wir hatten ja vorher immer so verschiedene Zeitpunkte, mal 0, mal 10, wo die Jobs eingetroffen sind. Und zwar bis er das erste Mal gescheduled wird. Das heißt, ein Job trifft ein und wie lange muss ich jetzt warten, bis dieser Job ausgeführt wird. Jetzt lese ich einmal kurz hier noch eine Frage im Ilias. Gibt es im Prozessor Zustände, Zeiten, in denen er nichts tut? Wie sieht das dann aus? Also angenommen, also rein hypothetische Annahme, es gäbe außer dem Betriebssystem keinen anderen Job, der da läuft. Das heißt, ich lade jetzt nur das Betriebssystem und das Betriebssystem hat auch überhaupt nichts zu tun. Ja? Dann würde halt nichts passieren, beziehungsweise das Betriebssystem würde da drin laufen und vielleicht wäre das dann eben so eine Idle-Schleife, wo man eine gewisse Zeit wartet, bis irgendwas passiert, beziehungsweise das Betriebssystem wartet dann auf Interrupts, das heißt, irgendwas passiert, dass das Betriebssystem wieder tätig wird. Wir hatten ja das letzte Mal auch die Tabellen besprochen, die ein Betriebssystem zur Bootzeit reinladen kann. Das heißt, bei welchem Interrupt wird welche Systemroutine ausgeführt und da wartet halt das Betriebssystem drauf. Also rein hypothetisch könnte es das geben. Ich möchte jetzt mal behaupten, dass es Stand heute nicht macht. Also ein Leerlaufprozess wäre im Prinzip sowas, genau. Ich kann mir es aber Stand heute wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt. Ich dürfte dann ja keine Kommandozeile haben. Das ist dann vielleicht eher ein Betriebssystem auf einem Chip oder auf einem Einplatinencomputer, wo wirklich Betriebssystem lädt, vielleicht auch ein sehr einfaches Betriebssystem, das wirklich auf Interrupts wartet. Dann würde das nichts machen. Genau, so. Ich hoffe, die Frage ist so halbwegs beantwortet. Also die Dauer vom Job, wenn er eintrifft, bis das erstmal gescheduled wird. Und da haben wir unten das Beispiel. Also ich habe A, der dauert 5 Sekunden, dann B dauert 5 Sekunden, C dauert 5 Sekunden. Und da ist dann genau das, die Rechnung 0 plus 5 plus 10 geteilt durch 3. Und dann habe ich hier immer die Response Time 5. Und die Annahme ist eben, dass dieser Job genau dann gescheduled wird, wenn der Job auch ankommt. Na, ich denke, das Beispiel ist jetzt, oder das sollte erstmal eingänglich sein. So. Etwas, das Sie wahrscheinlich kennen vom Namen, vielleicht auch aus Netzwerken oder Computer-Networks, Round Robin. Und das ist wieder ein Scheduling-Verfahren nach dem Grundprinzip, dass jeder Job nur für eine bestimmte Zeitspanne gescheduled wird. Das ist dann eine Timeslice oder eine Zeitspanne. Ich verwende immer beide Begriffe und die tauchen auch beide dann in Folien auf. Also auch hier nicht verwirren lassen. Also ich habe die Zeitspanne oder diese Zeitscheibe. Und die ist da ja, schon wieder ein Rechtschreibfehler. Also ist ein Vielfaches vom Timer-Interrupt. Also angenommen, also ich habe ja im System einen Timer-Interrupt, der zum Beispiel alle 10 Millisekunden anschlägt. Das ist dann der Moment, wo das Betriebssystem aufwacht und schaut, was es machen kann oder machen sollte. Und es macht eben Sinn, dass man diese Zeitspanne dann ein Vielfaches von diesem Timer-Interrupt setzt, dass es möglichst optimal ausgenutzt wird. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich habe jetzt eben jedem Job eine kleinere Zeitspanne gegeben. Und hier habe ich jetzt rein rechnerisch eine durchschnittliche Antwortzeit im Vergleich zu vorher von 1. Also 0 plus 1 plus 2, das ist der Job A startet, nach einer Sekunde wird er gestoppt, dann kommt ja B rein, der wird gestartet und C kommt auch rein oder ist schon da, wird gestartet. Das heißt, jeder Job wird erstmal nach einer Sekunde gestartet. Damit habe ich eigentlich eine super gute Antwortzeit von einer Sekunde. Jetzt muss ich einmal durchklicken. Genau, da erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema, das greifen wir wieder in komplexe Systeme auf. Für eine CPU ist das eigentlich jetzt richtig gut, was die Antwortzeit angeht. Im Projektmanagement ist das der Super-GAU, wenn sowas passiert. Das heißt, ich fange viele Dinge an. Und die viele Dinge, die werden erst ganz am Ende fertig. Ja, das ist wahrscheinlich, was wird sie zum Beispiel im PMT oder in komplexe Systeme, wenn wir agile Prozesse durchnehmen, kommt das auch mal hoch. Weil hier ist das Problem, wenn sie drei Dinge anfangen, werden die erst nach 15 Zeiteinheiten fertig. Und bei Projekten, also nicht in der CPU, sondern bei echten realen Projekten, ist es vielleicht von Interesse, dass man wirklich erstmal ein Projekt, also eine Sache fertig macht oder auch in der Entwicklung ein Task fertig macht, dann den nächsten Tag fertig macht, dann den dritten. Ne? Im echten Leben wäre quasi so ein Round Robin,
ein Fiasko fürs Projektmanagement. Für eine CPU ist es eigentlich eine tolle Sache, weil sie sehr schnell eine Antwort bekommen in den Prozess. Ja? Also das ist an der Stelle von Vorteil. So. Noch ein paar Worte zu Round Robin. Jetzt muss ich überlegen, bei diesen vielen Wechseln der Context-Switch, also einen Prozess stoppen, wegspeichern und einen neuen Prozess reinladen, der kostet Ressourcen. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wie lange diese Time-Slices überhaupt sein sollen, dass sich der Context-Switch überhaupt lohnt. Weil was wäre denn plötzlich, das kann man sich ganz einfach überlegen, wenn ich so einen Prozess für eine Millisekunde laufen lasse, aber das Wechseln dauert 2 Millisekunden. Dann bin ich mehr mit diesem Management von den Prozessen beschäftigt, als die Prozesse eigentlich rechnen. So, ich werfe mal hier mal noch einen Blick rein in den Chat. Gerade auch nichts aktuell. Genau. So, dann für Antwortzeiten ist das also hervorragend geeignet. Und jetzt kann man sich überlegen, für Turnaround-Zeiten nicht. Und das ist das Beispiel aus dem Projektmanagement. Da sind ja die Turnaround-Zeiten relevant. So, der Punkt, warum ist das so? Weil Round Robin die Ausführungsdauer in die Länge zieht, und zwar für alle Prozesse. Und wenn man sich das mal durchrechnet, kann die Ausführung sogar schlechter sein als dieses reine FIFO. Das heißt, wenn ich alles, was ich reinstopfe, der Reihe nach abarbeite, kann Round Robin ein schlechteres Ergebnis liefern. Jetzt ist es so, dass Round Robin eigentlich sehr fair ist, weil ja jeder Prozess kommt sehr schnell dran. Und dann ist es einfach so, dass solche faire Policies, also faire Regelwerke auf die Ressourcen von der CPU auf die Prozesse aufteilen, immer zu einem schlechteren Ergebnis in Bezug auf die Turnaround-Zeit führt. Das heißt, sobald ich anfange, Dinge fair zu verteilen, dann muss ich einfach länger warten, bis ich fertig bin. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wo stehen wir denn aktuell? Wir haben jetzt mal erstmal zwei Typen von Schedulern kennengelernt, ne? Also Shortest Job First und Shortest Time to Completion First. Die optimieren erstmal die Turnaround-Zeiten. Haben aber gesehen, die sind recht schlecht für die Antwortzeiten. Das heißt, bis im schlechtesten Fall, bis so ein Job reagiert. Round Robin optimiert dann zwar die Antwortzeit, ist aber im Gegensatz dazu ungünstig für die Turnaround-Zeiten. Für Turnaround genau Time. Das heißt, jetzt hat so jeder dieser Scheduling oder jedes dieser Scheduling-Verfahren so sein Vor- und Nachteile. So. Jetzt haben wir immer noch zwei Restriktionen, Annahmen vom Anfang, die wir auflösen müssen. Also bisher hatten wir erstmal die ersten drei aufgelöst und sind jetzt bei diesen beiden Varianten gelandet. So. Die vierte Annahme, die wir hatten ja gesagt, alle Jobs verwenden ausschließlich die CPU, das heißt, wir haben gesagt, es wird nur gerechnet, das ist Addition, Multiplikation, ne? Also irgendwas mit Werten gemacht. Und die Laufzeit von jedem Job ist bekannt. Das war ja die zweite Annahme, die wir noch hatten. Und die nehmen wir uns das mal Stück für Stück vor. Lösen wir erstmal die Restriktion I/O, also Input/Output auf. Das heißt, ab sofort dürfen unsere Jobs, da ist wieder ein Tippfehler, ne? First come, first serve, wer jetzt eine E-Mail schreibt, ab sofort können die Jobs eben auch Input/Output-Operationen durchführen. Das heißt, der Scheduler muss nun unterscheiden, wann, also A, wann wird eine I/O-Operation durchgeführt oder wenn eine durchgeführt wird. Weil der Job, der ja auf diese I/O-Operation wartet, der kann ja in dem Moment die CPU nicht nutzen. Ja, und damit landet der, wir hatten jetzt letztes Mal diese Status von den Prozessen, und dann landet dieser Prozess erstmal in Blocked. So, kleinen Moment. Dann landet er erstmal in Blocked und muss er wieder aufgeweckt werden. Das heißt, in der Zeit kann der Scheduler ja irgendeinen anderen Job nehmen und den laufen lassen. Das ist erstmal gut, aber die Frage stellt sich dann natürlich, wie. Ja, und ist die I/O-Operation fertig? Das wird in der Regel über so ein Interrupt angezeigt. Ja? Dann wird der zuvor geblockte Job wieder auf Ready gesetzt und kann wieder gescheduled werden. Das heißt, der wird nicht sofort gestartet. Der wird erstmal auf Ready gesetzt, dass er eben weitermachen kann. Das Betriebssystem weiß dann, okay, I/O-Operation ist fertig. Prinzipiell könnte dieser Job wieder laufen. Auch hier ist ja das Problem angenommen, ich habe diese 299 Prozesse, alle greifen auf die Festplatte zu. Ich kann ja nicht beliebig viele parallele Zugriffe auf eine Festplatte machen, ja, sondern
Ich musste eben nacheinander abarbeiten. Ja, das spielt da auch ein bisschen mit rein. So, das heißt, der Job ist jetzt auf Ready gesetzt und könnte potenziell wieder laufen. Es gibt an der Stelle etwas, das nennt sich I/O-Overlapping. Und da schauen wir uns mal das obere Beispiel an. Da habe ich jetzt mal eine Grafik für eine unheimlich schlechte Ressourcennutzung. Und zwar ist das jetzt der Prozess A, der wird gescheduled. Und was macht der? Der läuft immer für 10 Sekunden. Und dann greift er für 10 Sekunden auf die Disk zu. Was passiert jetzt an der Stelle, ne? Der läuft bis 10, dann wird auf die Disk zugegriffen. Also das obere Bild, da sehen wir jetzt. Wenn er mit der Disk fertig ist, dann läuft er wieder 10 Sekunden, dann greift er wieder auf die Platte zu. Dann läuft er wieder 10 Sekunden, ne? Und das ist dann immer so ein Hoch und Runter an der Stelle. Bis er irgendwann, was haben wir hier, bei 90, also nach 90 Sekunden fertig ist. Die Hälfte der Zeit war ja für I/O oder ein bisschen weniger als die Hälfte war für I/O notwendig. Und erst dann kann ich B laufen lassen. Und dann habe ich genau das Problem von vorhin für die Turnaround-Zeiten. B wird erst sehr spät fertig, also an der Stelle bei 140. Und ich habe ja auch eine unheimlich schlechte Response-Zeit, also Antwortzeit, weil B erst nach, was haben wir hier, 90 Sekunden gestartet wird. Na, also das muss besser gehen. Und dann kann ich eben dieses Overlapping einsetzen. Das heißt, ich kann die Ressourcen besser nutzen in dem Moment. Und das ist jetzt wahrscheinlich schon logisch, was man da sieht. Wenn der erste Prozess auf der CPU läuft, das ist noch okay, es gibt ja keinen zweiten, es gibt auch keine I/O, dann startet der eine I/O-Operation, wird auf geblockt gesetzt. In dem Moment, wenn der auf geblockt gesetzt wird, dann startet eben der Prozess B. Ne, das ist quasi da sehen Sie das dann gerade. Na, und wenn der fertig ist, dann kann A wieder gescheduled werden. Dann hat A wieder eine I/O-Operation. Dann wird wieder B ausgeführt und so weiter. Ne, also das sollte klar sein, wie das dann mit diesem Overlapping funktioniert. Wenn ein Prozess geblockt ist, weil er auf eine I/O-Operation wartet. In dem Zeitraum kann dann eben ein anderer Prozess laufen. So, jetzt haben wir noch die allerletzte Restriktion. Und zwar, wir hatten ja am Anfang angenommen, wir wissen, wie lange die Prozesse laufen. Das hat man auch in den Grafiken immer schön gesehen. Ne? Wir wussten, wie lange die laufen, konnten die entsprechend anordnen. Und jetzt lösen wir diese Restriktion mal auf. Also, der Scheduler weiß nichts mehr über die Restlaufzeit von einem Prozess und das entspricht ja schon ein bisschen mehr der echten Welt. Es kommt ein Prozess rein und er weiß ja nicht, wie lange sie hier in Excel rumhacken oder wie lange der Stream dauert, wie lange das Encodieren von einem Video dauert oder. Ja, oder das Video abspielen. Und da stellt sich die Frage mit allen den Dingen, die wir bisher gelernt haben oder was wir jetzt gehört haben. Wie man das sinnvoll schedulen kann. Ne? Und die Lösungsidee, die nennt sich Multilevel Feedback Queue Ansätze. Und die verwenden im Prinzip die nahe Vergangenheit von einem Prozess, um die Zukunft vorherzusagen. Ne? Und jetzt kommt die Frage, können die Wartezeiten für I/O so lange werden, dass sogar mehrere andere Jobs zwischendrin laufen? Ja, auf jeden Fall. Also kann man sich ja vorstellen, angenommen, ich gehe mal zurück auf das Beispiel, auf das Bildchen hier. Es könnte ja auch sein, dass, da kommen wir auch gleich noch dazu zum Sprechen, es könnte ja sein, dass die Disk, die I/O, im unteren Bild zum Beispiel nicht nur 10, sondern 20 Sekunden dauert. Das sind jetzt alles rein hypothetische Werte. Also in echt ist das alles wesentlich schneller. Also das dauert eben länger. Und dann hätte ich vielleicht noch einen dritten Prozess, einen Prozess C, und dann könnte eben A laufen. Dann kommt die I/O. Die läuft dann 20 Sekunden und dann würde ich zum Beispiel B für 10 Sekunden laufen und dann ist A ja noch nicht ready. A ist immer noch geblockt, weil die Disk-Operation noch nicht fertig ist. Und an der Stelle könnte ich dann zum Beispiel C reinschedulen, könnte dann die erste Zeitscheibe von C berechnen und dann würde erst wieder A gerechnet werden, wenn die fertig sind. Und das können 2, 3, 4, 5, das können also viel mehr sein. Das hängt ja durchaus davon ab, wie lange der Prozess auf die I/O wartet. Der Prozess wird geblockt, solange die Input-Output-Operation nicht fertig ist. Und das kann richtig lange dauern. Also angenommen, das System reagiert gar nicht, dann kann das auch Sekunden dauern und ich kann in der Zwischenzeit alle 300 Prozesse durchrechnen, ne? Und vielleicht manche auch komplett fertig rechnen. Ja. Und das kann manchmal auch passieren durch Programmierfehler, dass man genau solche Probleme mal sieht. So.
Also, Entschuldigung, wir hatten gesagt, kein Wissen über die Prozesslänge ist da. So. Und dann kämen genau die Multilevel-Feedback-User als Hausaufgabe für Sie. Auch hier hat wieder, also das entspricht dem Kapitel 7 aus dem OSTEP-Buch. Und hier nochmal dann die Links in den Folien. Und als kleine Hausaufgabe für Sie, gehen Sie mal die Aufgaben durch, wo das CPU-Scheduling ausgeführt wird. Auch da an der Stelle, das ist wieder ein kleines Python-Skript, was man ausführen kann, was man nachvollziehen kann.